Hallo Freunde der Windenergie. Ja, wenn man dann weiß, wie es gemacht wird, ist es eigentlich ganz einfach. Ich habe hier anhand der Sprengzeichnung dann irgendwann doch kapiert, wie es gehen soll, wie der Hersteller sich das vorgestellt hat. Ja, und dann war es eigentlich auch ganz einfach, nachdem ich es dann einfach mal so montiert habe. Hier ist jetzt die Wandhalterung. Da zeige ich euch gleich, wo ich das gerne dran gemacht haben möchte. Und ja, die untere Wandhaltung, die baue ich dann auch gleich an, aber erstmal muss ich da noch was vorbereiten und das zeige ich euch jetzt. Und zwar muss ich hier diesen Balken, den habe ich von einem alten Gewächshaus, das ist der Dachträger da gewesen, den muss ich noch ein bisschen vorbereiten. Da habe ich jetzt mal hier meine Elektro, die Kettensäge habe ich mal vorgeholt. Und die werde ich jetzt mit dem selbstgemachten Strom und über den Inverter einfach mal laufen lassen. Das kann ich euch aber nicht zeigen, weil während ich filme und die Kettensäge, das ist mir zu gefährlich, deswegen stelle ich euch da wieder in die Fensterbank. Ja, diesen ganzen Chaos, den muss ich dann auch noch auswusten, weil da hinten, da wo dieses graue Brett ist, da möchte ich das dann gegengekontert haben, den großen Dachbalken. Und an diesen Dachbalken kommt das Sovonius Windkraftwerk. So hatte ich es mir zumindest geplant. Ja, aber da muss ich leider noch die ganzen Experimente, die ich vom letzten Mal hier noch liegen habe, muss ich erstmal ausräumen. Und ihr seht ja hier, die Dachterrasse, die ist schon im Chaos versunken. Aber naja, hilft ja alles nichts, ne? Von nichts kommt nichts. So, ihr habt ja gesehen, die Kettensäge hat 2400 Watt und mein Inverter hat 2500 Watt. Also damit kommen wir schon wirklich fast an die Leistungsgrenze. Ich habe auch noch den CD-Wechsler an, also das CD-Radio. Das läuft noch und ein paar Akkus laden auch noch. Aber ich denke mal, das bringt alles keine 100 Watt. Also, ich bin selber gespannt, ob es funktionieren wird, so einwandfrei. Und deswegen, ja, lasse ich euch jetzt mal zugucken. Dreck muss ich jetzt mit meinem 1800 Watt starken Staubsauger wegmachen. Ich habe das hier jetzt mal markiert. Das ist halt, da steht halt so ein Stück über vom Dach. Hier so und ja, das ist nur ein bisschen, ich schätze mal so, ja, nicht ein Fingerbreit steht da über. Und ja, das werde ich halt raustrennen, damit der Balken auch wirklich ganz an die Wand ist und dann keine Luft mehr dazwischen ist, dass da auch nichts im Wackeln kommt, wenn man Sturm ist oder so. Ja, und das mache ich jetzt auch mit dem guten Stück hier. Ja, ist es geil, alles gesponsert mit der Sonne, von der Sonne gespeiste Energie. Ja, sieht ja besser aus, als ich gedacht habe. Also bei beiden Windkraftwerken, ob horizontal oder vertikal, ist es halt wichtig, dass man das in Flucht aufbaut. Das habe ich relativ gut hinbekommen, würde ich sagen. Ja, naja, geht noch ein bisschen, aber das Windkraftwerk muss ja auch noch dran. Dann kann ich es direkt ausrichten. Also ich habe hier so ein Distanzbrett zwischengebaut. Da ist halt noch ein kleiner Spalt, aber es wird hier unten und dann hier oben noch schön festgemacht, dass mir das auch nicht abhaut im Sturm. Wenn er hier so in der Küche sitzt, dann ist er meist mucklig, weil wir sind auch schon über seiner Zeit und er möchte gerne was essen, ne? Und überm Auge hat er auch noch eine Zecke hängen, Dickerchen. Wie diese verdammten Zecken immer. Die werden wir jetzt mal ins Klo werfen. Ja? Ja, und dann gibt's was zu essen und dann gehen wir Gassi, ja?
Ja, ich bin guter Dinge. Die Wettervorhersage ist so, dass es wohl heute noch richtig windig wird und Hagel und alles. Aber ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Aufbau. Also ich muss jetzt hier noch, ja, ich wollte das halt hier auf dem Balken. Hier, wo die Kerbe ist, da ist das Dach. Also wird so ein kleines Stück über dem Dach hängen, weil ich hoffe, dass dieses Kabel dann noch in die Hütte geht, weil das schön isoliert ist, optimal für draußen. Und ab da geht dann halt ein dickeres Quadratkabel durch, weil das sind nur 1,5. Ich frage mich, warum das eigentlich nur so dünn ist. Dadurch sind ja die Verluste auch ein bisschen höher. Na gut, hier werde ich dasselbe machen. Jetzt markieren, Loch vorbohren und dann die Schrauben durchkrachen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ab und zu dreht sich das auch schon, obwohl es hier noch am Boden liegt. Ja, aber es ist heute auch recht guter Wind. Also hier sieht man deutlich den Unterschied. Dieses Teil dreht sich schon, während das immer noch die Richtung sucht, wo der Wind eigentlich herkommt. Genauso hatte ich es mir eigentlich auch vorgestellt. Jetzt ist natürlich noch nicht das Kabel angeschlossen. Holla die Waldfee. Also da ist schon richtig Unterschied. Naja, gut, ich muss jetzt das Kabel anschließen und dann werden wir wohl heute schon den Leistungstest machen können. Der Generator läuft auf jeden Fall. Ja, und es zieht auch sehr dolle zu. Die Sonne ist weg. Da hinten irgendwo. Und es fängt auch ein bisschen an zu tröpfeln. Aber ich werde das schon machen. Wenn es regnet, ich stehe ja in der Hütte. Ja, also es ist sehr gut befestigt. Hier dreht sich die Achse. Dreht sich richtig mit so. Hier, das ist jetzt nicht gerade sehr professionell gemacht mit dem Kabel. Das muss ich dann mit Acryl noch zumachen, nicht dass mir das Wasser hier runterläuft und dann in die Hütte rein. Da wird eigentlich so eine Schlaufe gemacht. So hier so eine Schlaufe, dass das erst nach unten und dann wieder nach oben. Aber leider ist das Kabel ein bisschen kurz, deswegen konnte ich das jetzt nicht so machen. Aber erstmal reicht das auf jeden Fall. Und dieser Balken ist halt mit mehreren Schrauben richtig gut, von innen und von außen, schön lange Dinger. Und hier werde ich dann noch ein Holz gegenkanten, so schräg, dass es auch nicht irgendwie, also dass es nochmal an der Mauer verkantet ist. Hier sieht man auch noch ein Stück Schraube. Die, ja, da ist halt, hätte ich eigentlich ein Stück tiefer bohren müssen, aber egal. Hier unten sind auch noch ein paar Schrauben drin an dem Distanzbrett. Und es ist sehr gerade auf jeden Fall angebaut. Und es dreht sich auch schon richtig gut im Gegensatz zu dem herkömmlichen Windrad. So, jetzt werde ich dann mal anschließen und dann werden wir gucken, wie viel Leistung das Teil hat. Ja, so sieht es jetzt derzeit aus. Außer ein bisschen Wasser hier. Es regnet halt. Haben wir leider keine Energie. Auch hier Sonnenenergie, 0 Ampere, weil es halt grau in grau ist, da kommt nichts. So, aber ich wollte euch jetzt zeigen, hier habe ich das Kabel vom Generator, kommt hier rein. Dann habe ich es über 4,5 Quadrat runter zu der Gleichrichterdiode gelegt. Und gleich neben der Gleichrichterdiode habe ich den alten PWM-Laderegler, den kennt ihr ja sicherlich. Mein super Prachtstück. Und da ich jetzt auch kein Minuskabel in Schwarz mehr hatte, habe ich einfach hier an das rote einen kleinen schwarzen Klebebandstreifen gemacht, dass man sieht, das ist Minus. Also plus, minus. Habe ich richtig? Ja, plus, minus. So, und das ist jetzt halt der Gleichstrom-Laderegler, weil nur das Ding, das ist mir zu riskant. Nachher hat er doch zu viel Strom und dann überlade ich die Batterien. Das ist halt nicht so sinnvoll. Und hier geht das dann rein in mein Batteriepack, also in den Schrank, wo die Batterien drin sind. Ja, und der kleine Laderegler, der läuft auch noch, weil drin benutzen wir gerade den Strom. So, jetzt kann ich hier draußen mal das Licht ausmachen, weil ich hier jetzt fertig bin. Jetzt werde ich den Film schneiden, damit ihr auch seht, das läuft hier alles wunderbar jetzt. Also sobald natürlich der Generator läuft, dann mache ich den nächsten Film. Von wegen, was der so liefert, ne? Kann ich hier auch dann gleich die Klemme an, also die Messzange, kann ich dann hier anschließen und dann mal gucken. Jetzt liefert er natürlich null.
beziehungsweise zieht er 0,01. Das ist halt der Eigenverbrauch vom Laderegler. Das ist jetzt keine Leistung, sondern eher Verlust. Aber so ist das nun mal. Sobald es dann windet, nicht nur in meiner Hose, sondern draußen, dann bringt er auch endlich was. Okay, das war es erstmal von mir. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, also jetzt war es nicht so informativ das Ganze, aber im nächsten Film bringe ich halt dann auch die Leistung, was er so liefert, der Generator. Okay, vielen Dank erstmal und bis zum nächsten Video. Danke, ciao.